Ja, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von The New Z. Ich habe es hier in ein Haus geschafft und ja, hoffe, dass ich das hier irgendwie überlebe. Ich bin mit einer Schrotflinte reingegangen. In der letzten Folge bin ich ja viermal gestorben, bin jetzt auf die zweitvollste Map gegangen, wo ich den Snipern entgangen bin. Aber wir sehen auch hier jetzt wieder, dass hier wohl jemand ist, der nah an mir dran ist, also. Ist irgendwas explodiert? Ich weiß nicht, ob ein Fass explodieren kann, wenn man da drauf schießt. Man darf hier in dem Spiel halt echt wenig rumlaufen. Aber ich habe ihn erwischt, zumindest diesen einen, der von einem Zombie weggerannt ist. Ja, ich habe ein Fernrohr hier gefunden, auch mehrere Fernrohre sogar. Und bin damit eigentlich schon ganz gut dabei. Und die, vor allen Dingen auch die Waffe hier, die ist ziemlich nett. MP7, haut ordentlich rein. Überlebt 7 Stunden, 32 Minuten. Ah, okay. Man müsste theoretisch in einer extremen Lautstärke spielen, damit man auch ja jeden Gegner hört. Also, auf die Entfernung, ja, ist schon echt nice, ne? So, ich glaube, jetzt habe ich so viel Lärm gemacht, jetzt wissen sie, wo ich bin. Immer mal wieder hören. Mal die hier. Mit dem Fernrohr sehe ich ein bisschen besser. Scheiß Viecher da. Ja, hier könnte ich drum rumlaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, best im Haus ist immer besser, wenn man im Haus irgendwie sitzt. Da hat man wenigstens ein paar Ecken zum Verstecken. Sicherheit. Reise gleich mit einer Uzi rum.
Ups. Kann man da rein? Kann man mal. Oh, hier kann man. Oh, hier kann man hoch. Das ist auch sehr gut. Aber hier sind keine Waffen. Doch, hier. Flashbang! Toll. Zwei Helme. Ja, ganz echt hier so stehen. Und den Zombies beim Tanzen zugucken. Ja, Sniper sind schon wirklich selten. Also wenn du hier einen Sniper hast. Dann bist du schon ganz ordentlich dabei. Nein, der Designer ist jetzt nicht wirklich so ein Sniper, also das ist eher so ein Einzelschuss. Ja, Sniper ist auf definitiv nicht. Keine Ahnung, wie man das nennt. Behinderter Vogel. Ja, Mist. Wäre noch was? Überall einmal durch. Ne, also Gutes hat hier nicht. Zumindest die Ecke hier. MP7, ja, sehr schön. Was ist denn das? Das sieht aus wie so eine. Wie so ein Gefängnisdingen oder so. Interessant. Ja, ich war hier mit Sicherheit noch nicht in jedem Gebäude. Muss man halt mal überall mal reingucken. Oder das hier? Ach, das war dieses Evo. Ne, ja, genau. Nur Angst, wenn mich jemand töten möchte. Was haben wir denn hier alles? Nichts Besonderes. Aber da kommt man, glaube ich, auch gar nicht rein in das Gebäude. Mich juckt's! Ja, vor zwei Videos bin ich gegen einen Sniper angetreten. Da habe ich ihn versucht noch zu erwischen und dann hat er mich erwischt. Das war sehr traurig. Aber gut. Ich kenne mich auch noch nicht so gut aus, wie hoch man kann oder wo man wie hoch kann. Schlurft doch jemand, oder?
Oh, was haben wir denn da? Oh, oh. Gut, probieren wir mal die. Die hier. Don't ging ja. 50 Erfahrungspunkte. Da brauche ich aber ordentlich Zombies. Die trifft nicht mal. Was ist das denn für eine Maschine? Ja, ist aber ganz schlecht, ey. Direkt rausschmeißen hier. Gibt's doch nicht. Ja, ist jedes andere Gerät besser. Schnell weg von dem. Du weißt halt nie, ob der anfängt, Jagd auf dich zu machen. Das ist eigentlich keine schlechte Ecke hier. Also, sorry, ich konnte es gerade nicht großartig was erzählen. Nicht schlecht, ne? Hast theoretisch Zombies um dich rum? Das heißt, du würdest einen Gegner sofort wahrnehmen. Yeah.
Na, ist hier hinten noch was offen, Jo? Rechts. Jo, entfernt sich von mir. Schnell wieder hier hoch. Na ja gut, jetzt wird es dunkel, jetzt wird es ein bisschen schlechter. Wo ist er denn? Da läuft er. Ja, war sie auch nicht schlecht, ne? Schild, wo ist es denn? Naja, ob die MP7 da reinpassen? Naja. Da ist das Schild. Ja, keine Ahnung, ich habe es einfach mal hingestellt, weil ich das mal sehen wollte. Jetzt wird es aber eng für mich. Also im Dunkeln ohne Nachtsichtgerät ist jetzt nicht toll. Kannst ja danach nicht rausgehen, du siehst die Leute ja kaum. Jo, muss ich da hoch, muss ich campen oder so, weiß ich nicht. Das ist nicht so gut. Ja, guck, ich, aber bringt jetzt kaum noch was. Auf die Entfernung. Da haut mich alles weg.
liegt da. Munition und... Oh ja. Ja. Was ist da denn? Quarantäne-Arena A? Okay. Was ist das hier? Nein, da nicht. Es ist mit dem roten Punkt das Ziel. War da gerade einer? Da ist der im Haus. Na, ich werde ihn wahrscheinlich nicht treffen. Da ist sein Kopf gewesen. Junge, Junge, Junge. Wahrscheinlich kommt er da rechts gleich. Hier. Ah, verdammt. Da ist er. Nein? Nein. Er ist wie ein Zombie. Wer hat mich gesehen hat? Ganz kaum, glaube ich kaum. Aber ich hätte ihn auch, wahrscheinlich auch nicht gesehen. Bam, 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 bam. Da läuft er. Der steht dahinter. Na gut. Waffe wechseln. Kann sein, dass er jetzt auf mich Jagd macht. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Oh, aber das ist natürlich sehr gut, ne? Da wird er mich nicht sehen. Ja, es gibt schon manche echt fiesen Verstecke. Ich würde ihn hochlaufen lassen, von voll rein. Wobei, er könnte beim Laufen sich umdrehen. Also am besten direkt drauf. Na? Ja, aber das hat er nicht... Ich glaube, das hat er nicht mitbekommen. Von wo ich geschossen habe.
Aber die Explosion war natürlich krass. Also, das hat mich echt gewundert, dass so nah noch ein zweiter ist. Stille. Er ist da hinten wahrscheinlich auch mittlerweile weg. Einfach weitergerannt. Aber er kann ja nicht weit sein. Krass ist, dass man nachts immer tausend Geräusche hört und man nie genau weiß, ob es jetzt ein Zombie ist oder ein Trottel. Siegsamung, ja, nehmen wir mit. Wow! Ja gut, da wurde ich, guck mal, da wurde ich mit der Sniper, wurde ich im Haus erwischt. Aber von wo kannst du es auch nur raten? Das da? Nee. Na, siehst du, glaube ich, nicht mehr. Ja, das ist halt mit der Sniper, du hast ewig weite Sicht und mit einem Schuss bist du tot. Das ist krass. Naja, gut, das war's wieder. Bis zum nächsten Tod. Oder so. Ne? Haut rein, Leute. Ciao.